Oh nein. Fühlt sich an wie... Ich wurde vergiftet. Kommt da raus. Och, ich sag nichts mehr. Bau, was du, ist du los? Kannst das doch sicher aufmachen. Ich habe diesen Arm hier nicht zur Zierde, General. Trete zurück. Ah, der kann mit seinem Arm die Schilde deaktivieren. Ist die ja Söldner cool. waren ziemlich überrascht, als ich aus meiner Zelle ausgebrochen bin. Die Schilde waren noch schwächer als die hier. Nach euch. Baudur kann mit seinen Repulsor-Faust verschiedene Schilde durchschlagen. Dies, das, Ananas. Okay. Da vorne sind Geschütze. Da kommen sicher Giftgase raus. Ich muss echt aufpassen mit diesen Giftgasen. Ah, die Kreia, die leisten gute Dienste mit ihren Heilfähigkeiten. Ah, ich sollte aufhören, immer diese automatischen Angriffe zu machen. Terminal. Computerkenntnis, Hacke, Sicherheitsterminal. Gescheitert, Logging ungültig. Komm, ja? Der hat vielleicht sogar bessere Computerkenntnisse. Erfolg. Karte der Anlage herunterladen. Deaktiviere lokale Geschütze. Sehr gut. Was gibt es? Die Karte haben wir auch. Also es bringt es auf jeden Fall, wenn man die Charaktere zwischendurch mal ein bisschen wechselt. Ich wurde vergiftet. Ah. Robe eines Jedi. Gibt die mir irgendwelche. Wartet mal. Kreia? Genau. Ist okay. Was ist los? Mach die Tür auf, komm, bevor wir hier ganz vergiftet werden. Oh, sauber, Leute. Den haben wir auch. Oh, mit diesem blöden Eisstrahl soll der aufhören, wenn der mich einfriert. Darauf habe ich gar keinen Bock. Haha. Yes, es läuft, Leute, es läuft. Verwaltungs-ID-Karte. Gut, gut, gut. Metallkiste, Robe eines Do-Noviz... Okay, auf jeden Fall was Cooles, glaube ich. Ah, die Kreia hat uns Machtschub gegeben. Da kommen wir nicht weiter. Ach komm, der hatte doch was. Also manchmal kann ich die anklicken. Also manchmal leuchten die so auf. Aber die haben nichts. Let's go. Konzentriert euch. Nein, genau das meine ich, genau das meine ich, das hasse ich. Ach kommt, Leute. Ey, wie lange? Also bei der Kreia gucke ich, dass die auf jeden Fall wirklich viel Mana hat. Mana. Macht hat, damit die auch schön hochheilen kann. Chemikalien. Sehr schön. Da geht's nicht lang, da geht's auch nicht lang. Das dafür ist halt echt nützlich, dass man so eine Karte hat. Okay. Da ist noch was. Oh. Eine Cryborn-Granate, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, tut's mir leid, meine Lieben. Was ist Baudur? Los? Der gehört, glaube ich, auch zu derselben Spezies wie der Darth Maul. Das sind ja beides Zabrak, wenn ich nicht irre. Warum die einen rot sind und die anderen nicht so rot, weiß ich nicht. Da, so tief bin ich nicht in der Materie drin von Star Wars. Vielleicht einfach so wie bei den Menschen. Gibt es ja auch unterschiedliche Hauptfarben. Nein, nicht schon wieder. Los, Droide deaktivieren. Das wird nicht lange dauern. Boah, die haut ja richtig rein.
Ey, ohne die wäre es, glaube ich, ganz schön schwer. Aber ich hatte doch die Geschütze deaktiviert gehabt. Das wird uns nicht lange aufhalten. Fühlt sich an wie Gift. Ich erledige das. Boah. Macht sie fertig. Sehr gut. Langsam haben wir es. Nicht mehr viel. Der Baudu stirbt aber gleich. Komm schon. Sehr gut, Kraya. Gutes Timing. Einer ist gestorben. Boah, cooles Bild. Boah. Sauber. Okay. Ja, ja. Ach, du wirst überleben. Cool. Was haben wir hier? Eine Werkbank. Was ist los? Das ist jetzt das Coole. Der Baudu hat nämlich die Werte relativ hoch. Und wenn man mal guckt, kann der bei dem Lichtschwert nämlich schon extrem viel herstellen. So ziemlich alles, sogar bis auf die großen Sachen. Nahkampf, Fernkampf, Nahkampfwaffe. Cool, ne? Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Ausrüstung modifizieren können. Nee, warte mal. Das wollte ich nicht. Aufrüsten, doch. Meine Robe? Nee, geht nix. Da geht auch nichts. Da geht auch nichts. Da geht... Oh, da geht was. Machen wir doch. Da geht auch was bei meinem Schwert. Cool. Habe ich das jetzt eingebaut? Nee. Okay. Und da kann man, glaube ich, Tränke und so Zeug herstellen, oder? Labor... Ja, genau. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also es nutzt sich auf jeden Fall, diese Werkbänke zu benutzen. Ja? Warte mal kurz. Ich kann auch noch ein bisschen. Ja? So. Da ist es, ein Orbital-Shuttle. Sieht funktionstüchtig aus. Ein Problem gibt es aber noch. Ist euch funktionsuntüchtig nicht gut genug? Die Hangartore sind geschlossen. Und nachdem ich nicht gern durch Metalltüren fliege, müssen wir sie irgendwie öffnen. Außerdem müssen wir die Startcodes für das Shuttle finden. Sonst kommen wir hier nicht weg. Wenn wir das alles erledigt haben, mache ich mir Gedanken um den Zustand des Shuttles. Wird schon schief gehen. Also gut. Wir müssen also die Hangartür da vorne aufkriegen. Also wenn das die ist. Nee, ich glaube, die ist da oben. Keine Ahnung. Egal. Und die Startcodes brauchen wir auch. Ja, und die Startcodes brauchen wir auf jeden Fall auch. Also, zuerst gehen wir mal da rein. Gehen wir. Ich sag jetzt gar nichts dazu. So, was haben wir denn alles hier Schönes? Oh, ein paar Sackkarten. Ja, erstmal alles plündern, was man hier findet, ne? Ich frage mich, wie das wohl ist, dieses Spiel so überhaupt nicht als Jedi durchzuspielen, sondern so irgendwie als, ja, man muss ja nicht zwingend ein Laserschwert, man kann ja auch Gas, oh. Cool, ich glaube, diese Giftgase sind jetzt mal deaktiviert worden. Man kann ja auch als so mit Gewehren und so kämpfen. Kommt der vielleicht mit Sicherheit hier besser rein? Ja, komm. Guter Mann. Dafür heil ich dich. Okay, hier haben wir die Hangar-Konsole. Ja? Gehe ich gerade mit Baradur dran, falls irgendwelche Kenntnisse vonnöten sind. Hangartüre. Sehr schön. Was gescheitert? Was stand da? Reaktor ist offline. Hangartüren können nicht geöffnet werden. Toll. Hey, immer mehr Schwierigkeiten. Immer mehr Schwierigkeiten. Also gut. Was ist los? Baradur, wir müssen weiter. Mann, Leute. Hier kann man aber auch nicht einfach in ein Raumschiff einsteigen und losfliegen. Okay. Kümmert ihr euch um den? Oh, ist gar keiner. Die Granate sieht cool aus. Ah, ist erledigt, okay. Diese Sicherheitstür kann nicht geöffnet werden. Es muss irgendwo ein Terminal geben. Da kommen wir nicht durch. Das sehe ich ja inzwischen auf der Karte. Diese scheiß Droiden.
Stimmt. Zum Glück nur der eine. Okay. Baudur? Ist der auch da? Ja. Oh. Endlich. Noch jemand. Gehört ihr zum Rettungsteam? Ja, ich gehöre zum Rettungsteam. Ach, bin ich nicht. Wer seid ihr? Ich gehöre zum ersten Zerka-Rettungsteam. Ich verstecke mich hier vor den Geschützen der Vorn-Droiden. Ich konnte niemanden erreichen. Ihr seid doch hier, um uns rauszuholen, oder? Findet selbst einen Weg nach draußen. Warum sollte ich meine Zeit verschwenden? Ich habe ein paar nette Sachen, die ihr haben könnt. Ja, aber ich könnte sie auch gleich nehmen. Bitte, helft mir hier raus. Warum nehme ich euch das Zeug nicht einfach weg? Ihr seid verrückt. Bleibt mir vom Leib. Guck mal, wir machen doppelte Machtblitze. Wie gefällt dir das? Was gibt es? Haha, das finde ich cool. Oh. Wir haben im Krieg beide viel gesehen. Wollt ihr wirklich, dass das Leiden weitergeht? Es reicht. Sichern wir das Gebiet. Nur die Schwachen leiden, die Starken ertragen. Wie immer, General, werde ich euch folgen. Aber nur, genau, weil wir schon viel zusammen erlebt haben. Sag ich ja, besser für dich. Verlorenen Einfluss bei Baudur. Sehr schön. Ah, darf ich mal was gucken? Wenn ich mir diese Charaktere hier so angucke. Erfahrung, Macht, Gesundheit, ne? Sehe ich hier irgendwo den Einfluss, den ich habe? Willensstärke, Reflexe? Nicht, gell? Hätte mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, nämlich. Level Gauner. Na gut. Also ich weiß, umso besser der Einfluss bei, Leute, ich glaube nämlich, man kann Etten dazu bringen, dass der, ein Jedi wird. Also zu den Sith, dass man den bekehren kann. Dafür muss man aber sehr, sehr viel, einen sehr hohen Einfluss bei denen erreichen. Was ist los? Schauen wir mal in Zukunft, dass wir zumindest bei Etten, bringen wir es hinter uns. Dass wir wenigstens bei Etten einen guten Einfluss haben, damit wir den auf unsere Seite holen können. Da noch einer? Ich erledige das. Stirb! Sehr gut. Gut. Wir müssen hier lang. Was ist los? Ey. Oh. Oh Mann, da kommen mega viele raus. Ich erledige das. Nee, die wollen nur zu der Tür. Ah, das hätte ich nicht machen sollen, die Granate. Aber okay. Kein Problem. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Ja, wir schauen gleich. Hier? Gibt's nichts. Schauen wir doch mal, da sind so viele Droiden drin. Oh, Leute, boah. Oh, noch 500 Erfahrung erhalten. Ganz cool. Okay, nicht so schlimm. Fähigkeiten. Ich gehe jetzt echt mal ein bisschen auf Heilen. Talente. Beidhändiger Kampfmeister. Ja, wegen dem lohnt es sich halt wirklich, zwei Einhandwaffen zu nehmen, Leute. Verbessert der starke Angriff. Verbesserte Unruhe, Meister. Ja, wir haben halt... Oh Mann, wir... -2, Haupthand, Nebenhand. Dieses Talent verringert den Angriffsmalus für Charaktere mit Doppelklinge oder zwei... Ah, auch mit einer Doppelklinge. Zwei Waffen, einer jeder. Einer
ausbalancierte Waffe in der Nebenhand. Setzen. Was? Eine ausbalancierte Waffe in der Nebenhand kann den Angriffsmalus überdies auf 0, minus 2 senken und ihn so fast vollständig außer Kraft setzen. Finde ich gut. Okay, cool. Cool, cool, cool. Das ist Machtschub, Lebensentzug mit dieser. Oh, das finde ich gut. Ja, doch. Yes. Ah, da komme ich ja nicht rein. Okay. Jetzt habe ich das hier gelernt. Gegen viele Gegner. Was ist los? Sehr schön. Wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. Gehen wir. Wie lange bin ich noch mal aufnehmen? 44 Minuten. Jo, jo. Danke, Kraya. Mich würde es nicht wundern, wenn hier links oder rechts wieder Droiden stehen. Nö. Dann gehen wir mal da zuerst gucken. Gehen wir. Baudur. Das ist in 0, nichts offen. Und wo kommen die denn? Oh, ein Droide. Ah, wenn der so... Kriegt man echt XP-Punkte, wenn der so Dinger aufmacht? Okay. Ich muss mal drauf achten. Aber scheint auch mal, ich glaube, Leute. Scheint fast so, wenn der Türen und Schlösser knackt, dass wir auch XP-Punkte bekommen. Okay. Nein. Fähigkeiten? Verletzt dahin. Tarnung. Easy. Dun, 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 dun. Energie, Wand der Machtschild eines Jedi absorbiert die ersten 6 Schadenspunkte aller Energieschall. Finde ich eigentlich gut. Das macht die ja ab und zu bei uns, habe ich das Gefühl. Eben, wie gesagt, wenn der mal eine Tür aufmacht, müssen wir das nächste Mal drauf gucken, ob das Erfahrungspunkte gibt. Wäre echt noch gut zu wissen. Folgt der mir jetzt? Der folgt mir. Ist ja cool. Okay. Okay. Ja, zum Glück landen wir nicht so nah. Müssen wir hier lang? Ja. Militärtür. Schauen wir mal, was hier ist. Metallkiste. Ich glaube allgemein immer, wenn man seine Fähigkeiten einsetzt, dann... Was ist los? Geht das irgendwie, habe ich das Gefühl. Oh, das sind wieder Kampftürme. Aber gut. Ah, nee, die sind deaktiviert. Sehr schön. Was ist los? Baudur? So, mach mal auf hier bitte. Oh, ganz viele Droiden. Okay, Reaktor starten. Sehr schön. Ah, den brauchen wir jetzt, um, gut. Die Hangartür aufzumachen. Sehr schön. Dann können wir jetzt einfach abhauen. Ist uns ja nichts mehr im Wege. Was ist das? Ist aber nicht ein Gegner, oder? Ah, scheiße. Das wird nicht lange dauern. Also wenn das da hinten ein Droide ist, gegen den wir kämpfen müssen, dann Halleluja. Gucken wir nochmal schnell, ob wir hier noch irgendwas holen können. Wurde deaktiviert. Na gut, okay. Tun wir das Ganze mal ein klein wenig beschleunigen hier. Ich wollte sowieso noch gucken, was da links ist. Da ist ein Ausgang, sieht so aus. Kann im Moment nicht geöffnet werden. Oh ja, easy. Schade. Aber wieso ist denn da ein Ausgang, wenn man da gar nicht rauskam? Weil jetzt steigen wir eigentlich ins Schiff und hauen dann ab. Hm. Ach,
glaube nicht, dass da hinten... Das war sicher kein Druide. Glaube ich doch nicht. Oder? Machen wir mal die Hangartüre auf. Jo, leck mich! Ja? Nicht dein Ernst. Können wir wenigstens jetzt die Hangartüre schon mal öffnen? Ja, die sind offen. Okay, aber jetzt was anderes. Was ist denn das für eine Missgeburt? Ich speichere schnell vorher ab. Sonst nicht, dass... Ey, Leute, wir würden wieder hier ganz am Anfang starten, wenn ich jetzt sterben würde. Ah, ne, ich hatte Autosave, ist ja trotzdem noch da. Ich hab jetzt nicht so schwer. Ja? Kraya, komm. Ja, komm bitte. Ich bringe diesen Zeit. Yeah! Ja, den Schaden. Na, das schaffen wir. Kein Ihr Problem. Ihr wolltet es ja so. Sehr schön. Gut, die Hangartore sind offen. Gucken wir nochmal, ob wir aus dem Ding was holen können. Dieses alte Orbital-Shuttle hat einen Hyperantrieb. Kann dich aber aus der Sanierungszone bringen, sobald du die Sicherheitscode hast. Vom Shuttle zurücktreten. Gut, okay. Ich brauche die Sicherheitscode noch. Metallkiste. Komponenten. Oh, Leute. Oh, eine gute Waffe. Ja, und natürlich nur die kann ich jetzt nicht öffnen. Oh, ein Sith-Kriegsschwert. Leute, gucken wir uns das gerade mal an. Meins macht wie viel Schaden? 2 bis 12? 3 bis 17. Oh, 7 bis 21 Schaden mache ich jetzt. Mega geil. Ja, aber trotzdem, die Startcodes habe ich jetzt trotzdem nicht, gell? Oder habe ich die inzwischen? Habe ich die jetzt aus dem Ding geholt? Oh, nee. Ja, cool. Ich muss jetzt aber trotzdem die Startcodes noch irgendwo herbekommen. Ich muss zum Keller der Militärbasis. Ich muss irgendwie in den Keller, glaube ich. Sicherheitssteuerung. Startcodes. Gelehrt habe ich hier alles. Gehen wir nochmal schnell gucken. Ich muss ja auch irgendwie in den Keller kommen eigentlich. Überreste. War ich hier noch nicht? Irgendwo muss ein Terminal sein, um diese Tür zu öffnen. Ja, toll. Schön. Hier war ich schon, gell? Nee, hier war ich auch noch nicht. Gehen Sie. Vielleicht kann... Oh, wie langsam ist denn der? Kann der die wenigstens irgendwie aufmachen? Ja. Das schaffe ich nicht. Unmöglich. So schwer? Da komme ich auch nicht durch. Wo kriege ich denn die Startcodes her? Jetzt haufenweise Terminals. Kann aber nichts machen mit denen. Teile. Energieschild. Oh, eine rodianische Klinge. Was gibt es? Kraya? Vielleicht kann ich der die geben. 1 bis 12. 1 bis 6 nur. Passt schon. Ja, nee, ich geb dir schon das Langschwert. Gehen wir. Die ist, auch, ich höre. Die ist ja auch gut im Nahangriff. Ah, ja? Guck mal, hier kommen wir noch rein. Seht ihr? Man muss manchmal echt ein bisschen gucken. Ah, warte, ich will jetzt mal schauen. 46.104. 46.104. Oh, tatsächlich. Jedes Mal, wenn der Türen knackt, gibt es auch Erfahrungspunkte für das Team. Mega cool. Teile. Ein Datapad.
Oh, die Zugangscodes. Leute, wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie. Dann würde ich... Aber wie komme ich dann jetzt trotzdem? Hätte mich jetzt trotzdem interessiert, wie ich da zum Keller der Militärbasis komme. Also theoretisch können wir jetzt abhauen hier. Aber vielleicht gibt es dann... Lass mich nochmal ganz schnell gucken. Vielleicht findet sie... Nur einmal noch schnell zurücklaufen. Vielleicht haben wir echt irgendwo was übersehen. Also, hier ist garantiert nichts. Lass mal gucken, ob Baudu die Tür hier vielleicht aufkriegt. Was ist los? Also auch nicht. Kann momentan nicht geöffnet werden. Schade. Aber ich glaube sonst, ja. Dann ist es halt so, ne? Da kann man auch nichts mehr machen. Ja gut, dann gehen wir mal zurück, ne? Hauen wir mal ab. Begeben wir uns in die Polarregion. Noch alles am Aufnehmen? Tipptopp. Ist immer am ärgerlichsten, wenn man da irgendwie eine Stunde aufnimmt und dann... Das Problem ist halt, dass sich halt abspeichern, ne? Und wenn dann irgendeine Aufnahme abbricht oder irgendwie nicht richtig aufgenommen wird, wie bei dem 12. Part und dem 13. Part, wo plötzlich die ersten 15 Minuten einfach keinen Sound hatten. Ich weiß nicht mal wieso. Danach hat sie automatisch weiter aufgenommen nach den Filmsequenzen. Und da hat es dann plötzlich wieder Sound gehabt. Also ich hoffe, dass hier Sound dabei ist, sonst würde ich durchdrehen. Aber auch gut. Das Shuttle zur geschützten Ebene in der Polarregion von Telos nehmen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann dort wieder. Und ich würde, glaube ich, auch sagen, dass wir das Let's Play an dieser Stelle, glaube ich, beenden. Wir sind bei 55 Minuten, da mache ich jetzt zwei Parts dann draus. Und dann sehen wir uns sonst zum nächsten Part. Nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Wir sehen uns dann. Okay, ciao.